Hier passiert immer so viel auf dem Bildschirm, da weiß ich gar nicht, was ich hier noch einsammeln kann. Ja, die Türsteuerung ist im Arsch, wa? Toll. Kamera? Ich höre eine Kamera. Achso, das ist meine. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ja, so gehört sich das. Ups! Du gehörst jetzt gleich mir, mein Freund. So. Bis dahin. Dahin. So. Juhu! Ey, ich komme so, falls ich die ganze Zeit kriechen würde, ich komme so klein vor. Oh! Wo wollt ihr denn? Bevor ich den Safe hacke, mal kurz speichern. Scheiß Ding hier mal platt machen. Hä? Was geht denn mit meinen Knöpfchen ab? Lol. Okay, das war gerade ein bisschen strange. Da haben meine Knöpfe gerade ein bisschen gestreikt. So. Jetzt ist Eile geboten. So schon mal. Der schon mal. Fuck! Ja, der, ja. Ja, genau. Meins, alles meins. 4 Kontaktminen, einen Autohacker und 3-mal ionischer Schrot. Na, das lässt sich doch aushalten, würde ich mal sagen. So, wir müssen aber noch einen Splicer fotografieren, soweit ich mich... Soweit ich da nicht falsch liege. Wieso komme ich denn in diese durch diese schwule Türsteuerung nicht durch? Ich hab's für dich getan, Vater! Ich hab's für dich getan, Vater! Okay, Maximum Verwirrtheit, Alter. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal woanders lang. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeit in seiner Wohnungsbude an der Parkkette gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Ich glaube, die marxistischen Bauleiter wohl alle 2 Wochen ihr Klo ausboxen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Sagt er, warum sollten Sie das für mich tun? Na ja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Hammer, mega interessant, was du mir da gerade erzählt hast. Selbst im tiefen Meer sieht der Herr alles. Steven geht nicht. Schätzchen. Nein, ich wollte dich trollen, Drecksau. Du hast alles kaputt gemacht, du Arsch. Es geht rauf. Ich kriege sie alle.
könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Ja, Mann. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. André. Alter. Das sind wehtun! Das sind wehtun! Keine zweite Chance für die Blut! Oh, das ist ja noch einer! Ja, voll! Drei Handys und Staun ist er. So gehört sich das. Oh, der hat nichts für mich. Leer. Ah, Dollars sind gut. Dollars. Dollars. Habe ich jetzt dafür bezahlt, auf Toilette zu gehen? Wollt ihr mich verarschen? Hui. 1, 2, 3, Bier. Haha, alle Waschbecken auftreten. Okay, ich brauche noch einen von diesen. Das ist der Sündenlohn! Da ist einer! Da, den brauche ich. Lol, keine Muni mehr? Aua, Alter, jetzt reicht's mir hier, ey. Warte mal, was hat einer geschrieben, wenn ich die vorher hacke und dann kaputt mache, dann kommt da mehr raus? Probieren wir das doch gleich mal aus. Scheiße, Scheiße! Scheiße, Scheiße, da. Ah! Da! So, und? Oder ich habe das falsch verstanden. Das war wohl nix. Was ist das denn da? Ah. Du kannst nicht mehr tragen. Okay, da war aber gerade noch so ein geiler Splicer, so ein Kletterviech. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit, schicke dir die Pest! Das ist ja auch mal ein geiles Foto, ey, jawoll, ah, will ich auch mal sagen. So, jetzt puste ich dich weg, du kleiner Penner. Also er macht ganz schön Damage. Jawohl, der hat gesessen. Yeah, Mann. Deine Mom. Jawohl. Du kannst nicht noch mehr Kontaktminen tragen. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wollt ihr mich verarschen? Sechs Kontaktminen habe ich.
Wieso kann ich sie da nicht noch? Wieso kann ich ja nicht noch mehr tragen? Ach, ich könnte mir doch den Arsch lecken. So, hacken, 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 hacken. Oh Scheiße, das geht schon ziemlich schnell. Wow, so und so und so und so. Yeah, mit euch bin ich voll der Hackmaster. Jawohl, das war gut, das war gut. Das war gut. So, jetzt müssen wir da zurück zu diesem strangen Professor. Haben wir jetzt geile Porno-Bildchen gemacht und die will er sich jetzt reinziehen. Von den geilen, hakenhändigen Kletter-Splicern. Komm, mit dem erlauben wir uns doch jetzt mal Spaß. Selbst. BAM! Haha! Ja Mann, der hat richtig Cash gegeben. Ja, nix da. So und so und so. What? Nein. So, genau. Yeah! Ah, ich muss sogar hier lang. Da lag noch was. Da mich die angesehenen Labore alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fort Kents Schule in Fort Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier, liefern sie pünktlich und still. Mach Mann! Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, wie blöd kann man sein, hier in so ein laufendes Gespräch reinzuplappern, ey. Mann, der mit seiner Frau echt auf den Sack mittlerweile hier. Wenn er so weitermacht, dann gibt's keine Hilfe. Ah! What? Ja, meiner Schotti ist nicht zu spaßen. Such dir ein besseres Versteckmonster, ich sehe dich. Was? Nein, nein! Feigling! Du glaubst, du kannst mich austricksen! Alter, geh mal hier auf den Sack, du Mongo. Such dir ein besseres Versteckmonster, ich sehe dich. Oh. Ich bin Mr. B, ich muss ein bisschen aufdrehen. Boah, ich würde dich ja so gerne wegpusten, wa? Aber... Jetzt kann nichts mehr passieren, Mr. B. Ich glaube... Ich werde mich jetzt mal kurz mit dem anlegen. Ich brauche das jetzt einfach. Ich muss ihn platt machen. So, mein Freund. Bam! Der Einzelne ist auf, Mr. B.